Hallo Elektronikfreunde, willkommen hier zum zweiten Teil zum Thema Operationsverstärker. In diesem Teil geht es um den rückgekoppelten Operationsverstärker. Bevor ich da ein paar Grundschaltungen und deren Anwendung zeige, will ich kurz erläutern, welche Art der Rückkopplung es gibt. Unter Rückkopplung versteht man, dass die Ausgangsspannung oder ein Teil der Ausgangsspannung an den invertierenden oder an den nicht invertierenden Eingang zurückgeführt wird. Je nachdem, wie man die Rückkopplung gestaltet, ergibt sich eine bestimmte Schaltungsart. Generell gibt es zwei Rückkopplungsarten, und zwar ist es einmal die Gegenkopplung und einmal die Mitkopplung. Bei der Gegenkopplung wird die Ausgangsspannung oder ein Teil der Ausgangsspannung an den invertierenden Eingang zurückgeführt und die resultierende Schaltung ist ein Verstärker generell, und die Gegenkopplung ist auch bei Filter erster Ordnung gegeben. Bei der Mitkopplung wird die Ausgangsspannung hier an den nicht invertierenden Eingang zurückgeführt und die daraus resultierende Schaltung ist eine Kippstufe. Kippstufe bedeutet, dass der Ausgang nur in sein positives oder negatives Maximum springen kann oder kippen kann. Man erhält auch eine Kippstufe, wie im ersten Teil zu sehen, wenn man überhaupt nicht zurückkoppelt. Es gibt auch Schaltungen, die sowohl eine Mit- und eine Gegenkopplung besitzen und die resultierende Schaltung hängt dann davon ab, welche Bauteile dort eingesetzt werden. Das kann zum Beispiel eine Schaltung für eine Referenzspannungsquelle sein, es kann aber auch eine A-stabile Kippstufe sein, aber auch bei Filtern höherer Ordnung wird gegengekoppelt und auch ein Teil wird mitgekoppelt. Im dritten Teil werde ich auf zwei Schaltungen mit einer Mit- und Gegenkopplung eingehen. Und in diesem Teil werde ich, also hier im zweiten Teil, werde ich nur die Gegenkopplung und zwar hier in Form von Verstärkern erläutern und ein paar Grundschaltungen vorstellen, Messungen dazu durchführen und ein paar Anwendungsbeispiele auch dazu zeigen. Die einfachste Art der Gegenkopplung ist die, dass man einfach den Ausgang hier direkt mit dem invertierenden Eingang verbindet. Und wenn man das tut, dann hat man eine erste Schaltung, eine erste Grundschaltung und die nennt sich Impedanzwandler bzw. Spannungsfolger. Warum die so heißt, möchte ich mal kurz erläutern und herleiten. Wie im ersten Teil ja zu sehen war, gibt es eine Gleichung für die Ausgangsspannung, nämlich UA ist gleich U plus minus U minus mal V0. Und unter der Annahme von V0 gleich 100.000 kann man hier in der Gleichung U plus und U minus ersetzen. Denn man sieht ja hier, U plus ist verbunden mit UE und U minus ist verbunden hier mit UA. Ich kann jetzt also schreiben, UA ist gleich UE minus UA und das Ganze mal 100.000. Und jetzt kann ich auf beiden Seiten durch 100.000 teilen, also UA durch 100.000 ist gleich UE minus UA. Jetzt addiere ich UA auf beiden Seiten, also UA durch 100.000 plus UA ist gleich UE. Und jetzt kann ich hier auf der linken Seite UA ausklammern, also UA mal 1 durch 100.000 plus 1 ist gleich UE. Also kann man jetzt auflösen nach UA. UA ist gleich UE geteilt durch 1 plus 100.000stel sind 1,00001. Kannst du auch anders schreiben, UE mal 0,9999. Es gibt jetzt zwei Aussagen, die man natürlich jetzt treffen kann. Ich mache hier so einen Pfeil nach oben. Also UA kann man sagen ist UE. Und die zweite Aussage, die man treffen kann, das betrifft hier dieses UD. Das war ja die Differenzspannung. Man kann also sagen, UD ist gleich 0 Volt. Wenn also UA gleich UE ist, dann folgt also UA UE. Deswegen nennt man die Schaltung hier eben Spannungsfolger. Jetzt erläutere ich nochmal ganz kurz, warum diese Schaltung auch Impedanzwandler heißt. Zur Erläuterung dazu schaut man sich mal die Ein- und Ausgangsströme an. Diese Eingangsströme hier, IBIAS genannt, die sind sehr klein und real gesehen beim realen Operationsverstärker liegen die im Femtoampere-Bereich und gehen hoch bis Nanoampere.
Das heißt also, wenn dieser Strom sehr klein ist, muss hier der Innenwiderstand, der Eingangswiderstand sehr, sehr hoch ohmig sein. Man hat also eine hohe Impedanz. Am Ausgang kann man Strom entnehmen, man könnte also theoretisch eine Leuchtdiode anschließen und dann zum Beispiel mit einem Milliampere betreiben. Das heißt, hier am Ausgang muss es eine Quelle geben mit einem relativ geringen Ausgangswiderstand. Das heißt, die beiden Impedanzen, hier Ein- und Ausgang, sind unterschiedlich und deswegen nennt man die Schaltung auch Impedanzwandler. Zusammenfassend kann man hier für den Spannungsfolger oder Impedanzwandler sagen, dass der Verstärkungsfaktor 1 beträgt. Ausgangsspannung ist gleich Eingangsspannung. Der Eingangsstrom ist sehr, sehr niedrig, also praktisch 0 Femtoampere bis Nanoampere. Die Eingangsimpedanz, der Eingangswiderstand ist sehr hochohmig. Einsetzen kann man so eine Schaltung zum Beispiel für ein Interface für einen hochohmigen Sensor oder für eine hochohmige Spannungsquelle oder Signalquelle. Und das möchte ich jetzt mal hier zeigen auf dem Steckbrett. Die erste Schaltung, die ich hier mal zeigen will, ist diese hier. Die habe ich auf dem Steckbrett hier aufgebaut und ich habe hier zwei 5,6 Megaohm Widerstände. Bei 9 Volt müsste ich also hier direkt eben 4,5 Volt messen. Wenn ich jetzt also das Multimeter hier ranhänge, dann messe ich allerdings nicht 4,5 Volt, sondern nur 3,58 Volt. Der Grund ist natürlich der, dass das Multimeter einen Innenwiderstand von 10 Megaohm hat, sodass hier ein sehr großer Einfluss des Multimeters auf den Spannungsteiler ja ist. Und wenn ich allerdings am Ausgang hier messe, von dem Spannungsfolger, dann sieht man hier, ich messe 4,49 Volt, also rund 4,5 Volt. Das ist also die Hälfte der Betriebsspannung. Die Betriebsspannung hier ist also 9 Volt. Also das wäre so eine typische Anwendung für eine hochohmige Signalquelle oder eben hier so einen Spannungsteiler, wo man genau messen muss. Da muss man also auf jeden Fall hier einen Spannungsfolger einsetzen. Zum Einsatz kommt hier ein Operationsverstärker vom Typ LMC 662 und der hat hier einen typischen IBIAS von 2 Femtoampere, also da fließt wirklich nichts weg. Die zweite Schaltung, die ich hier mal aufgebaut habe, ist eine Simulation eines Sensors. Dieser Sensor erzeugt hier diese U0. Der Sensor hat aber auch einen sehr hochohmigen Innenwiderstand. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Multimeter hier messe, ich habe es hier schon mal hingeschrieben, messe ich eine Spannung von 1,93 Volt. Ich zeige das mal hier auf dem Multimeter. Hier auf der rechten Seite sieht man jetzt also 1,92 im Moment. Und dadurch, dass ich nicht weiß, ob das Messergebnis richtig ist, schalte ich einfach mal hier einen Impedanzwandler dahinter und schaue mir mal die Ausgangsspannung an. Ich werde jetzt mal umstecken hier auf dem Steckbrett auf den Ausgangspin hier von dem Impedanzwandler. Und man sieht, die Spannung, die ich jetzt hier messe, ist jetzt 4,68 Volt. Jetzt habe ich ja das Glück, es ist nur eine Simulation. Ich habe nämlich hier eine Batterie. Und wenn ich jetzt direkt mal diese U0 messe, dann bin ich also hier vor diesem Widerstand, vor dem Innenwiderstand. Also ich messe jetzt direkt hier. Da sieht man, ich messe ebenfalls 4,68 Volt. Also bei Signalquellen, wo man weiß, die haben einen sehr hohen Innenwiderstand, auf jeden Fall einen Spannungsfolger dahinter schalten, damit man dort richtig misst. Bei dem Spannungsfolger ist es ja so, dass man die gesamte Ausgangsspannung hier zurückkoppelt an den invertierenden Eingang. Aber was passiert eigentlich, wenn ich nicht die gesamte Ausgangsspannung zurückkoppel, sondern über einen Spannungsteiler nur einen Teil dieser Ausgangsspannung? Dann bekommt man eine neue Schaltung oder eine Abwandlung des Impedanzwandlers. Man sieht hier, die Ausgangsspannung wird hier über die Widerstände R1 und R2 runtergeteilt und wird dann zurückgeführt auf den invertierenden Eingang. Hier auf der rechten Seite habe ich das schon mal hergeleitet nach dem gleichen Schema, also UA ist gleich U plus minus U minus mal 100.000. Jetzt schaue ich mir mal das Verhältnis von UA zu U- hier an und man sieht, man hat hier nur einen Spannungsteiler. Also UA zu U- ist gleich R1 plus R2 durch R2. Umgestellt nach U- bedeutet das, also U- ist gleich UA mal R2 durch R1 plus R2. Und dieses U- oder hier diesen Ersatz für U- UA mal R2 durch R1 plus R2 setze ich hier in diese Gleichung ein.
Dann stelle ich wie gehabt um, Teil durch 100.000. Und man sieht hier UA durch 100.000. Da habe ich jetzt angenommen, das ist ungefähr 0. Also selbst wenn man jetzt hier 12 Volt hat, das ist das annähernd 0. Man kann also schreiben, 0 ist gleich UE minus UA mal R2 durch R1 plus R2. Und dann stellt man wieder um und kommt zu dem Ergebnis, dass UA gleich UE mal R1 plus R2 durch R2 ist. Wie man hier sieht, wird auch UD wiederum 0. Wenn man nämlich diesen Teil hier vergleicht mit dem, dann sieht man eben U minus ist gleich UE. Ein wichtiger Hinweis, es ist nicht immer R1 und R2 so gegeben, wie es hier ist. Es kann auch sein, dass es hier R12 und R13 ist. Da muss man also ein bisschen aufpassen bei der Berechnung. Man kann es sich aber eigentlich denken, in dem Moment, wo man weiß, UD ist gleich 0 Volt, dann ist also UE hier unten und UA ist eben hier über beide Widerstände. Und dann kann man ganz normal die Spannungsteilerregel verwenden, um dann UA auszurechnen. Auch hier wiederum nochmal der wichtige Hinweis, UD ist 0 Volt oder wird 0 Volt. Man kann jetzt also generell sagen, immer wo eine Gegenkopplung ist, wird UD 0 Volt. Dieser Faktor R1 plus R2 durch R2 ist also der Verstärkungsfaktor jetzt. Ich stelle also mit R1 und R2 die Verstärkung her. Und wenn man sich jetzt das anguckt, kann also die Verstärkung immer nur höher als 1 sein. Man kann sich auch denken, wenn ich jetzt hier 1 kurz schließe, na gut, dann hat man wieder den Spannungsfolger. Also das wäre jetzt mal hier die Abwandlung eines Impedanzwandlers bzw. Spannungsfolgers. Der heißt jetzt nicht irgendwie Impedanzwandler mit Verstärkung, sondern der heißt einfach nicht invertierender Verstärker. Auch hier sind die Eigenschaften so vom Eingang gesehen her, dass er sehr hochohmig ist, weil hier eben praktisch kein Strom reinfließt. Also der BIOS-Strom ist wie gesagt extremst gering, Femto bis Nanoampere, ist sehr hochohmig, hat einen Verstärkungsfaktor größer 1, einstellbar über Widerstände. Und das möchte ich jetzt nochmal zeigen auf dem Steckbrett. Ich habe jetzt hier diesen nicht invertierenden Verstärker aufgebaut. Hier wieder meine Sensorsimulation sozusagen eingebaut. Und was ich jetzt messe, ist hier die Ausgangsspannung mit dem Multimeter. Die liegt derzeit bei 6,26 Volt. Das heißt, ich kann sagen, UA ist gleich 6,26 Volt. Der Verstärkungsfaktor, der beträgt hier 1,33, also R1 plus R2 sind 13,3 durch R2 durch 10 sind also 1,33. Und um auf die U0 zu kommen, also U0 ist gleich die UA geteilt durch den Verstärkungsfaktor, also 1,33. Und das wäre dann also 6,26 durch 1,33, das sind 4,70, das wäre also meine U0, die ich hier habe am Sensor. Und wenn ich jetzt mal direkt die U0 messe hier mit dem Multimeter, also 4,7 ungefähr müsste rauskommen. Ich stecke das hier mal um. Dann bin ich also hier und man sieht 4,69 rund. Abweichungen sind natürlich auch bedingt hier durch die Toleranzen von den Widerständen. Die Eigenschaften dieses nicht invertierenden Verstärkers sind also ähnlich die eines Spannungsfolgers. Man hat einen sehr hochohmigen Eingangswiderstand, man hat einen sehr niederohmigen Ausgangswiderstand, allerdings hat man natürlich noch eine Verstärkung zwischendurch. Hier auch nochmal der Hinweis, wenn hier kein Strom fließt, also wenn I gleich 0 ist, dann kann über RI natürlich auch keine Spannung abfallen. Das heißt, der Operationsverstärker misst wirklich U0 und verstärkt es hier dann in dem Fall mit einem Faktor 1,33. Also auch diese Schaltung kann man einsetzen für hochohmige Signalquellen oder hochohmige Sensoren. Wenn es einen nicht invertierenden Verstärker gibt, dann muss es natürlich auch einen invertierenden Verstärker geben und den habe ich hier mal aufgezeichnet. Und ja, da sieht die Schaltung eben so aus. Wir haben hier auch wieder eine Gegenkopplung. Wie man sieht, über R1 wird gegengekoppelt hier an den invertierenden Eingang. Der Widerstand R2 ist direkt hier am Eingang vorne. Und wenn man jetzt die Sachen herleiten will, gibt es ja zwei Dinge, die man schon weiß. Die erste Sache ist, der BIOS-Strom, der hier ist annähernd 0. Also da setzt man einfach 0 ein. Und die zweite Sache ist, dadurch, dass man ja hier eine Gegenkopplung hat, weiß man, dass diese Spannung zu 0 wird. Also UD ist eben auch 0 Volt. Ich schreibe mal hier 0 mA auch hin, dass man weiß, also hier
Der Eingangsstrom, der BIOS-Strom ist 0 und diese Spannung ist ebenfalls 0 Volt, sodass man sich jetzt einige Dinge herleiten kann. Wenn UD 0 Volt hier ist zwischen Pin 2 und Pin 3, bedeutet es auch, dass dieser Punkt fast oder annähernd auf Ground liegt. Und deswegen nennt man das Ding auch virtuelle Masse. Also ich mache mal hier so ein Massezeichen, das ist natürlich nicht die wirkliche Masse, aber dieser Punkt liegt fast auf Ground. Also vom Potenzial her ist er annähernd an Ground. Und mit dieser Aussage kann man schon Folgendes feststellen, was den Eingangswiderstand betrifft, wenn man also hier reinguckt. Dann sieht man nämlich, der R2 liegt parallel zu UE. Das bedeutet jetzt für diese Schaltung, dass der Eingangswiderstand bestimmt wird durch den R2. Also RI ist gleich R2. Dadurch, dass der R2 hier parallel zu UE ist, kann man auch sagen, UE ist gleich UR2. Also wenn der hier parallel ist, dann ist eben die Spannung über dem R2 gleich UE. Jetzt hat man hier einen Knotenpunkt und da komme ich jetzt mal zu den Strömen. Wenn man also hier eine Spannung anlegt, dann fließt meinetwegen hier dieser IR2, also das ist hier IR2, zu diesem Knotenpunkt. Dadurch, dass hier kein Strom wegfließt, muss der Strom hier weiterfließen. Und man sieht, der Strom fließt hier weg vom Knotenpunkt. Das heißt, dieser IR1 ist genauso groß wie IR2, allerdings in einer anderen Richtung. Das heißt, man kann sagen, IR2 ist gleich minus IR1, ne? Weil der Strom hier wegfließt vom Knoten. Hier fließt er zum Knoten, hier fließt er weg. Also muss hier irgendwo was mit dem Vorzeichen sein. Man kann jetzt natürlich auch die Aussage treffen vom IR2, nämlich folgende: IR2 ist gleich die Spannung über dem Widerstand durch den Widerstand. Dadurch, dass die Spannung über dem Widerstand gleich UE ist, kann man also schreiben UE durch R2. Betrachtet man jetzt nochmal hier den Knoten, der ja annähernd auf Ground liegt, dann sieht man auch, dass der Widerstand R1 am Ausgang natürlich hier ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite an Ground. Also der R1 ist auch parallel zu diesen Ausgangspins UA. Das heißt, man kann sagen, UA ist gleich UR1. Was den Strom betrifft, kann man natürlich auch wieder das gleiche machen wie bei R2. Also IR1 ist gleich UA durch R1. Und wenn man jetzt das beides hier vergleicht und dieses beides vergleicht, dann kann man das also anders schreiben. Man kann dann schreiben UE zu R2 ist gleich minus UA zu R1. Das Minus kommt von dieser Seite hier. Also IR1, IR2 ersetzt durch IR2 und minus IR1, also haben wir hier UE zu R2 ist gleich minus UA zu R1, sodass ich jetzt umstellen kann, UA ist gleich minus UE mal R1 durch R2. Das wäre also jetzt hier diese Gleichung, R1 und R2 ist jetzt wieder der Verstärkungsfaktor und das Signal, wie man hier sieht, wird umgedreht. Es gibt jetzt drei Dinge, die sehr elementar und wichtig sind. Und zwar ist das erste, das sollte man sich immer merken, dass der Eingangswiderstand gleich R2 ist. Das heißt, man hat keinen hochohmigen Eingang mehr wie bei dem nicht invertierenden Verstärker. Das zweite ist, bedingt dadurch, dass der Innenwiderstand oder der Eingangswiderstand R2 ist, fließt auch ein Eingangsstrom hier, IR2. Der ist ja hier definiert durch UE durch R2. Und ich will mal ein Beispiel geben. Also wenn ich eine Eingangsspannung hier von 1 Volt habe, also hier Beispiel
UE ist gleich 1 Volt und ich habe einen 10 Kilo Ohm Widerstand, dann habe ich eben IR2 gleich 1 Volt durch 10 Kilo Ohm. Das sind dann eben 100 Mikroampere. Und jetzt könnte man ja sagen, na gut, das ist ja gar nicht so viel, aber wenn man das vergleicht mit dem BIAS-Strom, also Vergleich dazu BIAS-Strom, der war ja im Femtoampere-Bereich und ging hoch bis zum Nanoampere-Bereich. Und wenn man das jetzt hier vergleicht, dann ist das natürlich ein sehr hoher Strom, der Eingangsstrom. Und deswegen ist so eine Schaltung für einen hochohmigen Sensor nicht geeignet. Das wäre also diese zweite Sache nochmal hier auf den Eingangsstrom, dass man dann auf jeden Fall darauf achtet, was man hier vorne als Quelle hat. Das wäre also hier der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, diese Schaltung kann natürlich nur vernünftig funktionieren, wenn man eine sogenannte bipolare Spannungsversorgung hat. Wenn ich also hier 1 Volt einspeise und einen Verstärkungsfaktor habe, hier von 2,7, dann müsste ich also hier minus 2,7 Volt rausbekommen. Die bekomme ich natürlich nur raus, wenn ich hier auch eine negative Versorgungsspannung habe. Also wenn ich eine bipolare Spannungsversorgung habe, dann funktioniert die Schaltung sehr gut. Wenn ich natürlich hier den auf Ground hänge, funktioniert sie eben nicht, wenn ich einen positiven Eingang habe. Das wäre also hier nochmal der dritte Punkt. Bipolare Spannungsversorgung unbedingt bei dieser Schaltung, die muss vorhanden sein, sonst macht diese gar keinen Sinn. Um zu zeigen, dass hier wirklich ein Strom von 100 Mikroampere fließen, habe ich die Schaltung aufgebaut, hier mal das Ampermeter reingehängt und hier mal das Voltmeter angeschlossen. Ich habe eine Eingangsspannung jetzt von 1 Volt und ich zeige jetzt mal hier das Messergebnis. Ich zoome mal raus und man sieht jetzt auf der linken Seite die Eingangsspannung hier von 1 Volt ziemlich genau und hier den Strom von 99,3 Mikroampere. Also funktioniert das ganz gut. Ich messe jetzt auch nochmal Folgendes, und zwar die Ausgangsspannung bei 1 Volt und einem Verstärkungsfaktor von 2,7. Hier in dem Fall muss es ja minus 2,7 am Ausgang ergeben. Und wie man sieht, minus 2,698 haut also ganz gut hin. Bei den eben vorgestellten Schaltungen, also dem Spannungsfolger, dem nicht invertierenden und invertierenden Verstärker, kann ich als Signalquelle natürlich auch ein Wechselsignal haben und das möchte ich gleich mal auf dem Oszilloskop dann zeigen, wie es aussieht. Auf dem Oszilloskop sieht man nun das Eingangssignal und alle Ausgangssignale, also oben ist hier das Eingangssignal. Alle Kanäle sind auf 500 mV pro Kästchen hier eingestellt und hier unten sieht man, das Eingangssignal liegt bei ungefähr 980 mV bzw. 1 Volt Peak to Peak. Wenn man jetzt das mal vergleicht mit der blauen Linie, dann ist das also hier der Spannungsfolger, also ist genau in der gleichen Phase wie das Eingangssignal. Die violette Linie ist der nicht invertierende Verstärker, in dem Fall hier mit einem Verstärkungsfaktor von 2, also er ist doppelt so hoch vom Peak-to-Peak-Wert. Und das grüne Signal ist der invertierende Verstärker, hier mit einem Verstärkungsfaktor von 2,7. Also VPP ist hier 2,52 Volt, also 980 Millivolt mal 2,7 sind ungefähr 2,52 Volt. Ich kann natürlich jetzt auch einen DC-Offset dazu hinzufügen. Also im Moment sieht man, das Wechselsignal ist DC gekoppelt. Er misst also den gleichen Wechselanteil bei dem Eingangssignal. Der Mean Value ist praktisch bei 0, das heißt, es ist kein DC-Anteil da. Und wenn ich jetzt mal einen DC-Anteil hinzufüge durch Einstellen eines Offsets am Funktionsgenerator, also ich drehe mal hier ein bisschen höher, dann sieht man ganz gut, auch der Offset wird mit verstärkt. Man hat ja gesehen, beim Spannungsfolger und bei dem nicht invertierenden Verstärker geht es nach oben und bei dem invertierenden Verstärker geht es natürlich dann nach unten. Es gibt natürlich Limits, was die Frequenz betrifft und auch was die Amplitude betrifft. Und ich will es mal ganz kurz zeigen mit der Amplitude. Deswegen werde ich mal hier den, ich lasse das einfach mal so, die Einstellung, die werde ich mal hier runterdrehen. Die Kanäle hier jeweils auf 1 Volt pro Kästchen. Wenn das reicht, ich muss mal gucken, ob das reicht. Ich werde jetzt mal einfach mal die Amplitude hochdrehen und
Ja, das reicht nicht. Ich muss also noch mal weiter runter. Hier auch. Hier auch. Das Eingangssignal mache ich mal aus, weil es im Moment nicht so wichtig ist. Und wenn ich jetzt hier hoch drehe, dann kommt, man sieht es hier schon. Also ich drehe noch mal weiter runter hier die Spannung pro Kästchen. Man sieht also, er geht hier voll in die Begrenzung. Also das ist jetzt die Versorgungsspannung, die man zur Verfügung hat. Höher kann er nicht gehen. Das wird also bei jedem Signal jetzt kommen. Im Moment läuft jetzt hier der nicht invertierende Verstärker. Der ist also jetzt hier auch in der Begrenzung. Und wenn ich noch höher drehe, sieht man auch, der Spannungsfall geht auch in die Begrenzung. Da muss man also aufpassen, dass man da nicht übersteuert. Es gibt, wie gesagt, auch Einschränkungen und Limits bei der Frequenz. Also wenn ich jetzt die Frequenz höher drehen würde, allerdings ist das ein Thema für den vierten Teil und da werde ich nochmal genauer drauf eingehen. Wenn man den invertierenden Verstärker erweitert, insofern, dass man hier mehrere Eingangswiderstände hat, dann ist es folglich so, dass in Abhängigkeit der Eingangsspannung und auch des Widerstands hier ein entsprechender Strom hier reinfließt und dieser Strom addiert sich hier in R1. Hier kann ja nichts wegfließen, also muss die Summe hier dieser Ströme gleich dem Strom sein, der durch R1 fließt. Und deswegen kann man mit dieser Erweiterung Spannung addieren und deswegen nennt sich diese Schaltung Umkehradierer. Nehmen wir mal an, man hat alle Widerstände gleich, so wie es hier steht, 10 Kiloohm. Und die Spannung U2, U3 und U4 sind auch gleich, also jeweils zum Beispiel 1 Volt. Ja, dann kann man sich das so vorstellen, dass die ja alle miteinander verbunden sind. Die sind ja alle dann bei 1 Volt, liegen ja bei 1 Volt. Und dann hätte ich nur noch ein Drittel von 10 Kiloohm und damit wird die Verstärkung verdreifacht. Das heißt, am Ausgang bekomme ich dann eben minus 3 Volt. Die allgemeine Gleichung hier zum Berechnen der Ausgangsspannung bei unterschiedlichen Widerständen habe ich hier mal aufgeschrieben. Man sieht auch hier, dass wenn die Widerstände alle gleich sind, fällt das hier weg und man rechnet dann nur noch die einzelnen Eingangsspannungen, negiert das Ganze und dann bekommt man als Ergebnis dann die Ausgangsspannung. Man sieht auch hier, dass man durch die Widerstände, also durch die einzelnen Widerstände hier vorne an den Eingängen, auch eine Gewichtung herstellen kann. Und das werde ich gleich mal in einem Fall zeigen. Bevor ich das tue, möchte ich mal eine kleine Anwendung zeigen. Das ist hier dieser zweite Fall, den ich aufgeschrieben habe. Am Eingang haben wir mal ein Sinussignal und an dem anderen Eingang eine variabel einstellbare Gleichspannung. Und damit kann man den Offset von diesem Sinus verschieben. Die Schaltung, um jetzt so ein Ausgangssignal zu verschieben, habe ich hier mal aufgebaut. Und zwar folgendes. Ich habe hier die beiden Widerstände, 10 Kiloohm Eingangswiderstände. An dem einen ist jetzt hier ein Sinussignal dran, an dem anderen gehe ich hier an den Ausgang von einem LM317, einstellbarer Spannungsregler, und die Spannung da, die da rauskommt, ist gerade 1,24 Volt. Der Verstärkungsfaktor hier von dem Addierer ist 1, also ich habe, also alle Widerstände sind 10 Kiloohm und ich möchte jetzt mal das Bild auf dem Oszilloskop dann zeigen. Auf dem Oszilloskop ist jetzt hier das Eingangssignal zu sehen, das gelbe Signal und das Ausgangssignal. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde den Spannungsregler mal rausnehmen. Das heißt, die Offset-Spannung ist 0 Volt. Man sieht, er arbeitet ganz normal als invertierender Verstärker. Aber in dem Moment, wo ich jetzt hier den LM317 wieder reinsetze, dann sieht man, er hat ein Offset, natürlich ins Negative. Es ist ja ein invertierender Addierer praktisch. Und die Mean Value, also die Offset-Spannung, die DC-Offset-Spannung liegt bei 1,23 Volt, wie es ja auch auf dem Multimeter schon zu sehen war. Wenn ich jetzt das Poti hier drehe von dem LM317, um die Spannung zu ändern, dann sieht man auch, das Signal, der Offset wird höher. Ich habe jetzt hier irgendwie mal 2,25 Volt und ich halte mal hier das Multimeter hier rein. Man sieht also hier auch, 2,26 Volt ist jetzt meine DC-Spannung, die ich hier hinzuaddiere. Man kann also mit so einem Umkehraddierer ein DC-Offset für ein Signal erzeugen. Man kann es natürlich auch abziehen, wenn es notwendig sein sollte.
Da der LM317 ja nur eine positive Spannung rausgibt, kann ich also dieses Signal nur nach unten verschieben. Wenn ich einen Step-Up-Step-Down-Regler hätte, der also nach oben und nach unten regeln kann, könnte ich also hier das untere Signal nach oben und nach unten verschieben, so wie ich es vielleicht gerne hätte. Man kann also dort bei dem Addier eben Spannung auch abziehen oder hinzufügen, je nach Eingangsspannung, die man dort als Offset definiert. Ich möchte einmal auf die Gewichtung hier eingehen, die ich hier im dritten Fall mal kurz aufgeschrieben habe. Die Gewichtung ist dann gegeben, wenn nicht alle Widerstände hier gleich sind, sondern wenn ich hier unterschiedliche Widerstände habe. Und man kann da einen relativ simplen DA-Wandler bauen, und zwar wie folgt: Wenn man jetzt hier den ersten Widerstand 10 Kiloohm hat, den zweiten 20 Kiloohm und den dritten 40 Kiloohm und mit einer 5-Volt-Logik arbeitet, dann kann man sich vorstellen, dass da, wo der 10 Kiloohm dranhängt und dass dieser Eingang höher gewichtet ist als da, wo der 40 Kiloohm dranhängt, denn der Eingangsstrom ist ja bei 5 Volt 40 Kiloohm geringer. Hier ist er etwas höher, da ist er geringer. Das heißt, dieser Eingang hat dann einen geringeren Einfluss auf die Ausgangsspannung. Man kann es auch anders betrachten. Und zwar nehmen wir mal an, wir haben hier 5 Volt am Eingang und hier haben wir jedoch 0 Volt. Dann fallen diese beiden Widerstände schon mal weg, es fließt ja kein Strom hier. Wir haben also 5 Volt und verstärkt wird mit dem Faktor R1 durch R4. Das wäre also ein Viertel. Das heißt, wir bekommen bei 5 Volt am Eingang hier, bei dem 40 Kiloohm, eine Ausgangsspannung von minus 1,25 Volt raus, also ein Viertel von 5 Volt. Das heißt, hier ist die Wertigkeit 1,25 Volt. Jetzt kann man sich vorstellen, ja, beim 20 Kiloohm wäre es so, dass man eben hier eine Gewichtung oder eine Wertigkeit von 2,5 Volt hat. Ja, und bei dem 10 Kiloohm bei 5 Volt ist eben 1:1, da hat man eben 5 Volt als Wertigkeit. Wenn man jetzt hier am Eingang einen Binärzähler anschließt, also einen 3-Bit-Binärzähler, dann zählt er natürlich alle Möglichkeiten durch, also 8 Möglichkeiten. Und entsprechend dieser Möglichkeiten gibt es hier eine unterschiedliche Ausgangsspannung, und zwar in dieser Form. Ich habe das hier mal aufgezeichnet. Also er zählt hier durch 000 und so weiter bis 111. Und je nachdem, wo er gerade ist, ergibt es eine Ausgangsspannung. Und am Ausgang erhält man dann hier eine sogenannte Treppenstufe. Und das möchte ich jetzt mal am Oszilloskop auch zeigen, wie das dann funktioniert. Zum Einsatz kommt hier ein Zähler vom Typ 4060. Ich habe das hier unten mal so grob aufgemalt. Der hat gleich einen Oszillator mit drin und ich benutze hier 3 Eingänge. Das heißt, ich schließe jetzt mal diesen Zähler hier an den Eingang hier von dem Umkehradierer und dann gucken wir uns mal die Ausgangsspannung an. Auf dem Oszilloskop sind jetzt die 4 Ausgangssignale zu sehen. Auf den ersten 3 Kanälen ist das Ausgangssignal vom Zähler, also 000, 100, 010. Er zählt also hier nach oben. Auf dem vierten Kanal ist das Ausgangssignal von dem Umkehradierer zu sehen. Und wenn man es vergleicht mit dem, was ich gesagt habe, dann müsste das ja so sein, dass hier bei einem 3-Bit-Zähler er ja 8 Stufen hat. Und das Signal hat aber hier nur 1, 2, 3, 4 Stufen und dann kommt eine große Lücke. Die Frage ist natürlich, woran das jetzt liegt. Bei dem jetzigen Aufbau ist es so, dass der Operationsverstärker je nach Eingang hier bis minus 8,75 Volt runtergehen muss, damit er diese 8 Stufen hier erreicht. Das Problem ist jetzt, wenn man sich mal die Versorgungsspannung jetzt derzeit vom Operationsverstärker anguckt, dann liegt die bei plus minus 5,4 Volt in etwa. Ich muss jetzt also die Versorgungsspannung vom Operationsverstärker höher drehen, zum Beispiel auf plus minus 12 Volt. Das ist jetzt ungefähr gegeben und man sieht jetzt hier die 8 Stufen, so wie es auch sein soll. Was man jetzt hier sehr schön sehen kann, ist, wir haben es hier mit einem Umkehraddierer zu tun. Das heißt, er addiert ja hier die Spannung, aber eben nach unten. Also er geht hier nach unten. Um den nach oben laufen zu lassen, brauche ich natürlich nochmal einen invertierenden Verstärker. Den habe ich hier schon mal aufgebaut und werde jetzt mal den Kanal dort anschließen. Also Kanal 4 wäre also jetzt nochmal durch einen invertierenden Verstärker. Ich drehe das mal hier kurz runter, sodass er jetzt auch nach oben geht.
Wenn man jetzt anstelle eines 3-Bit-Zählers einen 8-Bit-Zähler einsetzt und die Frequenz hier stark erhöht, dann kann man sich vorstellen, dass man dann wirklich ein ganz gutes Sägezahnsignal erzeugen kann. Man erzeugt also hier durch einen digitalen Zähler eigentlich ein analoges Signal. Man macht also ein DDS sozusagen, ein Direct Digital Synthese. Und normalerweise ist es ja so, dass dort ein FPGA zum Einsatz kommt, weil man dort wirklich sehr hohe Frequenzen braucht, um hier ein analoges Signal auch relativ hochfrequent erzeugen zu können. Allerdings ist der Aufbau hier von so einem Umkehradierer für so einen Fall nicht optimal, weil man ja verschiedene Eingangswiderstände braucht, wie man gesehen hat. Und die müssen auch ziemlich präzise sein. Und um sowas zu realisieren, verwendet man in der Regel R2R-Netzwerke. Das ist aber ein anderes Thema und gehört erstmal nicht hier weiter zum Umkehradierer. Eine andere Erweiterung des invertierenden Verstärkers wäre die, dass man den nicht invertierenden Eingang nicht auf Ground legt, so wie es ja bei dem invertierenden Verstärker war, sondern dass man hier über einen Spannungsteiler dieses Potenzial anhebt. Und was man dann bekommt, ist der sogenannte Differenzverstärker. Auch beim Differenzverstärker hat man jetzt das Problem, dass die Eingangswiderstände, wenn man hier also reinguckt, relativ niederohmig sind und abhängig sind von den Eingangswiderständen hier, also R2, R4 und R3, sodass man diesen Verstärker, so wie er hier ist, auch nicht für hochohmige Sensoren oder Signalquellen verwenden kann. Die allgemeine Formel zur Berechnung der Ausgangsspannung habe ich hier oben rechts mal notiert. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich das hier herzuleiten oder gar auswendig zu lernen. Denn es gibt zwei Dinge. Das erste ist, in anderen Schaltungen ist hier, wie gesagt, R1 und R2 eben nicht R1 und R2 in meiner Schaltung. Und das zweite ist, man wird so einen Differenzverstärker niemals mit 4 unterschiedlichen Widerständen betreiben. Um trotzdem mal zu gucken, ob diese Formel stimmt und wie man sich das sonst herleiten kann, habe ich einfach mal hier ein paar Werte angenommen für U2 und U1, also 2 Volt und 1 Volt. Dann habe ich hier mal 4 verschiedene Widerstände einfach genommen und habe UA ausgerechnet und komme hier auf einen Wert von 2,557 Volt für diesen Fall. Da man sich ja die Formel auch nicht merken kann und auch nicht soll, das ist völliger Unsinn, kann man sich aber etwas behelfen, indem man jetzt hier in so eine Schaltung dann die entsprechenden Widerstandswerte einträgt und auch die Spannung. Und dann kann man wie folgt vorgehen. Ich habe ja hier einen Spannungsteiler und ich weiß, dass eben hier der BIAS-Strom annähernd 0 ist und ich weiß, dass die Differenzspannung, wir haben ja wieder eine Gegenkopplung, zwischen Plus und Minus 0 ist. Und damit kann ich hier auf der Seite, wo hier die 2 Volt eingespeist werden, anfangen. Ich habe also einen Spannungsteiler 2247 als Verhältnis auch nur gesehen und ich habe 2 Volt als Eingangsspannung, dann bekomme ich an diesem Punkt 1,36 Volt heraus. Wenn hier 1,36 Volt herauskommen dann und die Spannung hier 0 ist, muss hier auch 1,36 Volt sein. Wenn hier 1,36 Volt sind, dann gucke ich, was ist hier am Eingang. Hier ist 1 Volt, also muss die Spannung hier rüber 0,36 Volt sein, über diesen R2. Jetzt habe ich ja von den Strömen gesehen, das ist so, dass der Strom, der hier durch den R2 fließt, auch durch den R1 fließt, weil hier fließt ja nichts rein. Also kann ich jetzt sagen, wenn beim Verhältnis von 10 zu 33 hier die Spannung 0,36 an R2 anliegt, dann muss hier das 3,3-fache anliegen an diesen R1 und damit komme ich auf 1,18 Volt an diesem R1. Wenn R1 hier über dem R1 1,18 Volt liegen, dann liegt an UA die Spannung, die noch hier zu Ground geht, also diese 1,36 Volt. Und wenn ich die addiere, komme ich auf 2,548 Volt und das entspricht in etwa dem, was ich hier mit der Formel auch rausbekommen habe. Dass man alle 4 Widerstände nicht gleich auslegt, ist eine absolute Ausnahme und sollte eigentlich auch nie passieren. In der Regel ist es so, dass man im einfachsten Fall die Widerstände alle gleich auswählt, zum Beispiel alle 10 Kiloohm oder paarweise zumindest gleich auslegt, also R2 wie R4 und R1
VR3 und dann wird die Gleichung für die Ausgangsspannung auch ziemlich einfach. Ich habe die Gleichung hier mal aufgeschrieben und zwar dann, wenn R2 gleich R4 und R1 gleich R3 ist, dann kommt man zu der Gleichung UA ist gleich U2 minus U1 mal R1 durch R2. Also ich zeige hier nochmal die Widerstände, wo die liegen. Also hier ist R1, R2. Wenn die gleich sind und die gleich sind, dann kann man hier diese Gleichung einfach nehmen und dann UA ausrechnen. Ich will jetzt mal eine Schaltung aufbauen, wo ich das so mache, dass ich also hier paarweise die Widerstände gleichsetze und dann schauen wir mal, ob das hier passt mit dem, was hier theoretisch besprochen wurde. Ich habe jetzt hier diese Schaltung auf dem Steckbrett aufgebaut. Ich habe hier ein Verhältnis von 15 zu 10, also eine Verstärkung von 1,5 und messen tue ich gerade hier eine Ausgangsspannung von 11,63 Volt. Die Frage ist natürlich, was hängt hier dran? Also 11,36 durch 1,5, das wäre dann eine Spannung so von 7,7 Volt. Was ich hier einfach gemacht habe, ich habe hier eine Batterie rangeklemmt. Ich messe gerade hier die Leerlaufspannung, also 7,7 Volt, genau das, was hier rauskam. Und man sieht auch, die Batterie ist unabhängig von dem Ground. Man misst also potenzialfrei. Es wird also tatsächlich hier die Differenzspannung von 7,7 Volt verstärkt und man misst also hier potenzialfrei. In der nächsten Schaltung möchte ich mal zeigen, wie man den Strom durch eine Leuchtdiode indirekt misst. Dazu nutze ich hier diesen Plan. Und zwar habe ich hier wieder eine Spannungsversorgung von 9 Volt. Dann habe ich hier ein Trimpoti, um den Strom einzustellen. Und hier dieser 330 Ohm ist sozusagen mein Strommesswiderstand. Und ich habe hier eine blaue Leuchtdiode. Und jetzt ist es so, wenn zum Beispiel ein Strom von 10 Milliampere durch diesen Widerstand fließt, dann fällt hier eine Spannung von 3,3 Volt natürlich ab. Das ist also die Differenzspannung. Und ich möchte es gerne so haben, dass ich pro Milliampere 1 Volt am Ausgang habe. Das heißt, bei 3,3 Volt, wären es ja 10 Milliampere, da müsste ich also dann 10 Volt rausbekommen. Ne? Also 10 Milliampere und dann 10 Volt. Ich müsste also hier verstärken mit dem Faktor 10 durch 3,3, das wäre 3,03. Und man kann das relativ einfach jetzt machen. Man sieht ja hier 3,3 Volt zu 10 Volt. Da kann man gleich die Widerstandswerte hier nehmen, 33K und 100K. Und dann hat man gleich den Verstärkungsfaktor von 3,03. Und dann müsste man wirklich hier am Ende rausbekommen, dass man 10 Volt pro 10 Milliampere misst. Das heißt, wenn hier ein Strom von 1 Milliampere fließt, bekomme ich hier 1 Volt raus. Wenn hier 20 Milliampere fließen, dann müsste man theoretisch 20 Volt rausbekommen, vorausgesetzt, die Versorgungsspannung ist auch dann bis 20 Volt oder mehr. Ich habe die Schaltung hier aufgebaut und was ich gemacht habe, ich habe hier nochmal einen Ampermeter reingehängt. Das ist hier das rechte Multimeter. Das zeigt mir den Strom an hier, der jetzt durch die Leuchtdiode fließt. Im Moment sind es 1,5 Milliampere. Es müssten also 1,5 Volt rauskommen. Man sieht hier auf der linken Seite kommen eben auch 1,52 Volt raus. Wenn ich jetzt den Strom erhöhe, meinetwegen auf 3 Milliampere, dann sieht man jetzt eben auch hier 3,04 Volt und so weiter. Also so funktioniert die indirekte Strommessung. Wenn man jetzt höhere Ströme messen will, dann muss dieser Shunt sehr, sehr klein werden. Also kleiner als 1 Ohm auf jeden Fall. Also wenn man mehrere Amperes messen will, sind die meistens so 0,01 Ohm. Und wenn ein hoher Strom fließt, ergibt sich natürlich wieder eine Differenzspannung, die man verstärkt. Und das kann man dann umrechnen und umwandeln, zum Beispiel für einen Mikrocontroller und für ein Display, sodass man dann den Stromwert auf dem Display sieht. Für kleine Ströme müsste dieser Widerstand höher werden, aber dann hat man das Problem, dass es einen Einfluss gibt auf die gesamte Messeinrichtung hier durch diese Querströme, also durch die Ströme, die hier in den Differenzverstärker reinfließen. Und deswegen braucht man dann immer hier noch Impedanzwandler. Das wäre allerdings ein Thema für den dritten Teil. Da werde ich mal diesen abgewandelten Differenzverstärker, den sogenannten Instrumentationsverstärker besprechen. Der hat also Impedanzwandler und da kann man auch kleinere Ströme, auch hochohmig, dann messen.
Das waren nun so die Themen hier im zweiten Teil. Es konnten natürlich nicht alle Themen behandelt werden jetzt, Spezialsachen sowieso nicht, weil die Zeit natürlich nicht reicht. Aber es kommt ja noch ein dritter und ein vierter Teil mit ein paar anderen Dingen noch. Und ja, ich wünsche bis dahin weiterhin viel Spaß und tschüss.